Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Ich bin der Jochen und in meiner Kanalrubrik Technik und mehr möchte ich euch heute mal die Kühl- und Gefrierbox der Firma Croak vorstellen, die mir vom Hersteller in diesem Fall für dieses Video kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Ich mache solche Videos ja selten, aber in diesem Fall fand ich das sehr interessant, weil ich hier einen direkten Vergleich zu meiner Dometic-Kühlbox mal herstellen kann und das natürlich auch für euch berichte, die ich schon seit mehr als 6 Jahren im Einsatz habe. Und deswegen hat mich mal interessiert, wie sich eine Box im Preissegment so bis 250 Euro im Vergleich zu einer Kühl- und Gefrierbox im Preissegment zwischen 600 und 700 Euro verhält. Ja, und ich würde sagen, wir starten gleich durch. Das Unboxing habe ich euch in dem Fall hier mal erspart. Die Box kommt sehr stabil in einem ordentlichen Karton, ausgefüllt mit Styropor-Schalen hier bei euch an. Und der Versand dauert in der Regel 2 bis 3 Tage. Dann ist diese Box bei euch. Bei mir hat es sogar nur 2 Tage gedauert. Die wurde sogar aus Deutschland verschickt, aus einem deutschen Lager. Also von der Seite hier schon mal ein großer Pluspunkt, dass die Ware nicht wochenlang irgendwie unterwegs ist. Und für all diejenigen, die den Karton dann noch gerne mal sehen würden, also wie gesagt, es kommt hier so verpackt und innen drin sind auch diese stabilen Schalen. So habt ihr die absolute Sicherheit, dass die Box einwandfrei bei euch zu Hause ankommt. Starten wir mal mit ein paar Details zur Box. Wir haben hier eine Kühl- und Gefrierbox in der mobilen Variante. Die könnt ihr also im Auto einsetzen. Ihr könnt sie stationär bei euch zu Hause einsetzen oder halt überall da, wo ihr unterwegs seid. Wenn ihr im landwirtschaftlichen Bereich unterwegs seid, dann könnt ihr die auch mit auf den Mähdrescher packen, also da, wo ihr den Platz dafür habt. Und sie ist also individuell einsetzbar. Sie lässt sich betreiben über das mitgelieferte Zigarettenanzünder-Ladekabel oder über das Netzteil, in dem Fall hier 230 Volt, mit einem Eurosteckeranschluss. Und das ist schon mal ein Vorteil. Gerade wenn ihr heute ein Auto habt mit einer Euro-Steckdose, dann könnt ihr das auch am Netzteil betreiben und habt somit nur noch ein Kabel, womit ihr unterwegs seid. Wenn ihr das nicht habt, dann ist im Lieferumfang natürlich auch hier das Zigarettenanzünderkabel mit dabei. Die Box hat einen Bruttoinhalt, in diesem Fall hier von 45 Litern und sie wird beworben mit einem zweiteiligen Kühlkreislauf bzw. mit 2 Kühlbereichen, muss ich hier an der Stelle korrigieren. Denn ihr habt zwar, das zeige ich euch gleich, die Möglichkeit, die Box rein mechanisch in 2 Bereiche zu unterteilen. Allerdings habt ihr nicht die Möglichkeit, 2 Bereiche gekühlt voneinander temperaturtechnisch zu regeln. Aber da komme ich später nochmal drauf, um euch das im Detail zu erklären. Wie ist es mit den Abmessungen? Wir haben hier ungefähr eine Länge von 70 cm. Wir haben hier eine Breite der Box von ca. 38 cm. Und wir haben hier eine Höhe von 45 cm. Und das entspricht auch marktüblichen Abmessungen, die jetzt Kühlboxen in anderen Preissegmenten oder auch von anderen Herstellern auf dem Markt zu finden sind. Ja, dann gibt es natürlich noch eine Bedienungsanleitung dazu, mehrsprachig auch in Deutsch, sogar in Farbe, sodass ihr ja alles zur sofortigen Inbetriebnahme einer solchen Box mit dabei habt. Ein Hinweis an der Stelle möchte ich aber geben, wenn ihr die Box frisch geliefert bekommt, dann lasst sie bitte 12 Stunden stehen. Da gibt es hier auch noch einen Hinweis an der Box, damit sich das Kühlmittel setzen kann und dass die Box dadurch nicht beschädigt wird, wenn ihr sie zu früh in Betrieb nehmt. So, und jetzt gehe ich mit der Kamera mal ein bisschen an die Details ran, damit ihr auch ein bisschen was von der Box
aus der Nähe seht. Ja, und wir starten mal mit ein paar Details. Ihr habt hier also einen Tragegriff, den könnt ihr nach oben klappen, um die Box dementsprechend auf beiden Seiten anzuheben. Der lässt sich flächenbündig hier nach unten wieder arretieren. Dann gibt es hier den großen Griff, um die Box auch hochzunehmen und quasi hin und her zu schieben. So habt ihr im stationären Betrieb, wenn sie nicht im Auto ist und ihr setzt sie zu Hause aus, die Möglichkeit, die Box gut hin und her zu fahren. Und wir haben hier unten den Anschluss für das jeweilige Stromkabel, was ich euch ja vorhin schon gezeigt habe. Und hier oben haben wir auf dem Deckel noch die Möglichkeit, auch wunderbar zwei Becher oder Trinkgefäße abzustellen. Die haben hier einen guten Halt und rutschen nicht sofort runter. Dann geht es hier oben weiter mit den Bedienelementen. Die zeige ich euch gleich, wenn die Box mit Strom versorgt ist. Und ich gehe gleich weiter jetzt hier zu dem Deckel. Und da gibt es gleich was Positives zu erwähnen, denn wir haben hier einen schönen großen Griff und der lässt sich sehr leicht betätigen. Ich kann die Box öffnen und ich lasse sie jetzt mal ganz leicht zufallen. Die verriegelt sofort wieder. Also der Deckel muss nicht extra noch gedrückt werden. Die verriegelt sich von alleine durch das Eigengewicht. Und das ist schon mal eine positive Eigenschaft des Deckels. Und hinzu kommt, dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben, den Anschluss vom Deckel zu wechseln, von rechts nach links oder umgekehrt. Und das geht relativ einfach. Dafür muss ich den Deckel nur in eine 45-Grad-Stellung bringen. Und jetzt muss ich nur eben meinen Gimbal mal kurz hier auf das Stativ machen, damit das wieder passt. So, und jetzt kann ich das euch mit zwei Händen zeigen. Ihr bringt den Deckel hier in eine 45-Grad-Stellung und dann könnt ihr diesen Deckel einfach ausbauen. Ihr habt hier einen kleinen Pin und ihr könnt jetzt diesen Pin auf der Seite quasi hier wieder einführen. Bringt die Box, also bringt den Deckel wieder in eine 45-Grad-Stellung, könnt den dann einfach und leicht schließen, genauso wie das jetzt auf der anderen Seite der Fall war. Und das ist natürlich eine tolle Eigenschaft, die nicht jede Box mitbringt und dafür natürlich auch einen Daumen nach oben, denn das ist ein praktisches Feature. Jetzt mal gemeinsam in die Box, wie es da drin aussieht. So, und hier haben wir mal das Inlay. Ich fange auch hier wieder nochmal im Deckel an. Hier habt ihr ein Schneidbrett, was ihr rausnehmen könnt, wenn ihr das dann braucht, wenn ihr unterwegs seid, vielleicht beim Camping oder ähnlich. Das ist eine ganz praktische Geschichte. Ja, und hier haben wir jetzt mal einen Blick in die Kühlbox. Und hier habe ich eine Trenneinheit, die ich rausnehmen kann. Und die teilt diese Box in zwei Kühlzonen ein, wenn ihr das denn haben wollt. Dann haben wir hier in dem Bereich die Gefrierzone und in diesem kleinen Bereich haben wir eine reine Kühlzone. Und das werden wir später noch sehen. Ich habe das im Vorfeld schon alles mal getestet. In diesem Bereich sind immer so um die 0 Grad, während wir hier natürlich auch bis in die Gefrierzone runterkommen. Auf die Details gehe ich aber später ein. Ihr könnt diese Abtrennung auch rausnehmen. Und dann könnt ihr die Box entweder komplett zum Kühlen benutzen oder halt komplett für den Gefriereinsatz. So, und wenn ihr die reinigen wollt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, hier den Stöpsel rauszuziehen. Ihr könnt das mit Wasser reinigen und Reinigungsmittel und dann läuft das Wasser unten raus. Ihr braucht das also nicht hier mit dem Lappen alles raussaugen, dass die Fläche wieder trocken ist. Ja. So viel mal zu der Box und ich würde sagen, wir nehmen die jetzt mal in Betrieb und schauen mal, wie lange das dauert, bis die so gewisse Temperaturen erreicht hat. Ja, und dass ihr die Box mit unterschiedlichen Stromquellen, also Kfz-Steckdose oder Netzstrom betreiben könnt, das habe ich euch ja schon gesagt. Aber natürlich bietet sich das im Outdoor-Bereich natürlich auch sehr gut an, dass ihr eine Powerstation benutzt, wenn ihr die denn im Einsatz habt.
Wenn ihr Camper seid, dann ist das natürlich eine Sache, die unverzichtbar ist. Vielleicht habt ihr auch Solarpanels auf eurem Wohnmobil. Aber in diesem Fall möchte ich das einfach hier mal mit der Powerstation in Betrieb nehmen. Zu der habe ich übrigens auch ein Video gemacht. Das könnt ihr euch auf meinem Kanal auch gerne anschauen. Und wir nehmen das Ganze jetzt mal in Betrieb. So, den Stecker habe ich hier natürlich vorher reingesteckt, keine Frage. Und jetzt nehme ich euch hier nochmal mit ans Display. So, und jetzt habe ich euch mal näher ans Display rangebracht. Und die Kühlbox zeigt jetzt natürlich die Temperatur an, die sie misst. Da wir uns jetzt hier im Innenraum befinden, ist das 24 Grad in dem Fall. Und ja, wir sind ja jetzt im Innenbereich. Ich habe jetzt zwar eine Studiobeleuchtung an, weil ich das Video jetzt halt abends erstelle. Das Wetter war in den letzten Tagen wirklich schlecht und ich habe ja auch sowieso nur in den Abendstunden oder am Wochenende Zeit, sowas zu machen. Und mir ist halt aufgefallen, dass das Display im Außenbereich zu schwach ist. Also wenn ihr im Außenbereich damit unterwegs seid, ich meine, man stellt da nicht so viel dran rum, aber dann müsst ihr halt immer irgendwie die Hand darüber halten, dass ihr das erkennen könnt. Das ist eine kleine Schwachstelle hier vom Display. Hier im Innenbereich jetzt, wie gesagt, kein Problem. Die Box merkt sich übrigens den eingestellten Temperaturbereich. Also wenn ihr die vom Strom entfernt und sie beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann merkt sie sich die Temperatur, die eingestellt ist. So. Und bevor ich jetzt auf diese Details eingehe, zeige ich euch mal, was passiert, wenn ich jetzt hier diesen Trenner einbringe. Dafür gibt es hier extra diese kleinen Nuten. Man sollte es auch richtig rum reinmachen. So, wenn ich diesen Trenner jetzt einbringe, dann seht ihr, kommt ein zweiter Temperaturbereich hinzu. Die Box misst jetzt also zwei verschiedene Temperaturbereiche. In dem Fall jetzt hier werden wir noch keinen Unterschied sehen. Was jetzt, wie gesagt, nur zu beachten ist, ich kann diese beiden Temperaturbereiche jetzt nicht getrennt regeln, wie das bei einer professionellen Box vielleicht ist, die dann aber im Preissegment in dem Fall jetzt bei Dometic schon über 1000 Euro liegen würde. Das muss man, wie gesagt, dabei beachten. Wie gesagt, hier könnt ihr nur eine Temperatur einstellen und das ist die von dem großen Bereich hier und der andere Temperaturbereich gleicht sich dann an. Wenn ihr hier bis minus 20 Grad runter geht, dann habt ihr in diesem Bereich, ich sag mal so maximal 0 Grad, minus 1 Grad, minus 1 Grad. Also das muss an der Stelle klar sein. Für den Test nehme ich es jetzt mal raus und ja, jetzt wollen wir mal die Temperatur einstellen, beziehungsweise ich gehe vielleicht gerade nochmal auf die Menüpunkte ein. Also mit diesen Tasten kann ich die Temperatur rauf und runter einstellen. Ich bin jetzt hier bei minus 20 Grad. Ich gehe jetzt vielleicht mal in einen Temperaturbereich von 6 Grad. Wir tun jetzt mal so, als wenn wir zum Beispiel Getränke kühlen wollen. So, das blinkt jetzt. Und jetzt habe ich über die Taste hier die Möglichkeit, zwischen Maximalmodus und Eco-Modus zu wählen. Und das Display hat hier eine kleine Besonderheit, das musste ich auch erst lernen, bevor diese Tasten hier ja, funktionieren. Ah, jetzt gehen sie. Man muss ein bisschen sensibel damit umgehen. Ja, die Druckpunkte sind meiner Meinung nach nicht ganz ideal, aber ihr seht, ihr könnt hier zwischen Maximal- und Eco-Betrieb umstellen. Im Eco-Betrieb ist sie besonders energiesparend. Im Maximalbetrieb braucht sie halt mehr Strom und kühlt dann aber schneller runter. Natürlich hier, ihr könnt den einen Ausschalter betätigen. Ihr könnt hier mit der Sperrtaste verhindern, dass die Temperatur verstellt wird, unbeabsichtigt. Und dann habt ihr hier noch drei Möglichkeiten, drei Stufen, wenn sich die Box an einer Kfz-Batterie befindet. Hier ist sie jetzt in der mittleren Stellung, dann nimmt sich die Box nur einen gewissen Strom bis zu einer gewissen Spannung und schaltet sich dann automatisch ab, damit die Batteriespannung in dem Fall nicht so weit runtergeht, dass ihr euer Auto nicht mehr starten könnt.
Ja, so viel jetzt zu der Box. Wie gesagt, ich habe hier jetzt 6 Grad eingestellt und ich würde die Box jetzt mal so laufen lassen. Und den Trenner machen wir raus, den Deckel machen wir zu. Und ich habe jetzt mir noch so ein kleines Thermometer organisiert und das stelle ich jetzt einfach mal hier in die Box rein, um einfach mal zu gucken, wie ist denn so die Temperatur. Und ich habe nachher auch noch hier ein digitales Temperaturmessgerät von Bosch, wo wir uns das einfach mal anschauen. So, und wir haben jetzt 21.28 Uhr und jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, bis denn hier 6 Grad auf dem Tacho stehen, beziehungsweise auf dem Display natürlich. Okay, wir sehen uns wieder. Ach ja, was vielleicht noch interessant ist zu sehen, das ist in diesem Fall jetzt, wie viel Strom die Box im Maximalmodus sich nimmt. Im Moment haben wir hier einen Output von 42 Watt im Maximalbetrieb und natürlich kühlt die jetzt gerade im Maximalmodus runter, weil die Box ist ja warm und da hat die natürlich einiges zu tun. Und ja, jetzt befinde ich mich hier so im Abstand von 30 cm zur Box und das sind dann auch die maximalen Betriebsgeräusche, die diese Box macht. Ich finde, das ist für diese Preisklasse vollkommen in Ordnung. Die Dometic Kühlbox CFX, ich habe eine 35er, ist etwas leiser, aber ich sag mal, die tun sich beide nicht sehr viel. So, hier habe ich die Box jetzt mal in den Eco-Modus gebracht. So kann man es besser sehen. Und wir haben hier aktuell jetzt einen Stromverbrauch, einen Output so von 32 Watt. Bedeutet, dass sie im Eco-Modus ungefähr 10 Watt weniger an Stromverbrauch hat wie im Maximalmodus. Nur, dass ihr da mal einen Vergleich habt. Ja, und während die Box da runterkühlt, habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal mit zu meiner Dometic Kühlbox. Ich habe das jetzt hier nicht so super ausgeleuchtet. Wie gesagt, so sieht die aus. Und hier habt ihr mal einen Vergleich nochmal zu den Griffen. Hier ist auch eine Feder drin. Hups. Und hier lässt sich der Deckel zum Beispiel nur nach hinten aufklappen. Und ihr seht, die wird hier genutzt, um Getränke zu kühlen, weil das einfach praktisch ist und somit keinen Platz im Kühlschrank wegnimmt. Ja, und vom Bediendisplay habt ihr hier auch ähnlich Plus- und Minustasten. Und ich sag mal, es ist halt eine Kühl- und Gefrierbox. Und wie die sich am Ende jetzt noch differenziert von der günstigen Variante, die ich euch gerade vorstelle, das zeige ich euch am Ende des Videos. So, natürlich möchte ich euch den Stromverbrauch der Dometic Kühlbox auch nicht vorenthalten. Hier sind jetzt gerade 6 Grad eingestellt, der Kompressor läuft und wir haben hier einen Stromverbrauch von ca. 47 Watt. Das liegt jetzt 5 Watt oder 6 Watt höher wie bei der Crow Kühlbox und verhält sich genauso, wenn ich den Bereich jetzt hier auf minus 20 Grad einstellen würde. Mache ich jetzt nicht, weil da ja die Flaschen drin sind und ich nachher alles wieder zurückstellen muss. Also das ist in etwa gleich auf. Und hier habt ihr auch nochmal die Geräuschkulisse. Die ist etwas leiser, aber wie gesagt, das hält sich alles in Grenzen. Und ist hier in dem Bereich fast absolut vergleichbar. Ja, und ein paar Minuten später, also jetzt, wenn man es genau rechnet, sind es 17 Minuten. Und wir haben eine Anzeige von 6 Grad. Die Box schaltet sich aus. Und wir schauen jetzt mal auf dem Display vom Thermometer, beziehungsweise ich hole mir hier schon mal das Digitale, wie das denn aussieht. So, und wir haben hier jetzt einen Temperaturbereich von minus 2 Grad.
Das Thermometer stand jetzt natürlich hier unten und ich denke mal, dass da der Kompressor natürlich auch eine Menge leistet. Und jetzt gucken wir mal, ja, also am Boden haben wir minus 3 Grad, hier oben minus 10. Also ich denke mal, dass da die Kühlung stattfindet. Ich gehe jetzt mal hier in die Ecke. Da sind wir jetzt bei 3,5 Grad. Ich gehe mal hier unten in die Ecke, da sind wir bei 5 Grad. Und ich gehe hier oben auf diesen Vorsprung, da sind wir bei 11 Grad. So, das Ganze ist jetzt natürlich kompliziert, denn die Box fährt ja den Maximalbetrieb, um die Temperatur hier reinzubekommen. Und man merkt auf jeden Fall, dass hier schon absolut eine schöne Kühle drin ist. Und das Ganze sagt jetzt natürlich nichts aus, wie schnell die Box ihr Kühlgut insgesamt auf Temperatur bringt. Also das, was ich jetzt getestet habe, ist natürlich nur, wie schnell bekommt die Box überhaupt eine Temperatur jetzt von 6 Grad. Das sieht natürlich komplett anders aus, wenn ihr jetzt da Sachen drin habt, die ihr runterkühlen wollt. Dann wird das sicherlich ein paar Stunden dauern. Das kann ich jetzt hier auch im ganzen Test nicht machen. Das dauert viel zu lange. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange braucht die Box, um eine Grundtemperatur zu erreichen. Denn das kann ja gerade wichtig sein. Ihr wollt jetzt irgendwie ein Kühlgut transportieren und ihr wollt die Box ja nicht stundenlang vorher runterkühlen. Das geht in dem Fall jetzt hier in dem Temperaturbereich auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Was ich eingangs vorhin noch vergessen habe zu zeigen, das ist, wie das hier sich so mit den Standhöhen verhält. Und ich habe jetzt mal obligatorisch hier versucht, hohe Flaschen zu organisieren. Also ihr seht, selbst große Getränkeflaschen gehen hier problemlos rein. Ich zeige euch vielleicht auch gerade noch mal ein Bild, ja, wie viele Dosen da reingehen. Die Firma Croke hat da ein Bild zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, 45 Liter brutto nutzen halt. Und ich denke mal, ihr habt hier von der Höhe genug Platz, um hier auch große Flaschen reinzustellen, beziehungsweise auch anderes alternatives Gut, was ihr kühlen wollt. So, und jetzt sind wir bei 6 Grad angekommen. Und natürlich möchte ich jetzt auch wissen, wie lange dauert es, bis ich in den Minusbereich von 20 Grad hier hinkomme. Und ja, ich glaube, das hatte ich eingangs gar nicht erwähnt, wie der Kühlbereich ist. Der ist von plus 20 bis minus 20 Grad. Und wir stellen jetzt hier einfach den Kühlbereich auf minus 20 Grad. Das ist jetzt also auch Max-Temperatur. Die blinkt, stellt sich fest, zeigt jetzt wieder die aktuelle Temperatur an. Und ja, wir schauen jetzt nochmal auf die Uhr. Es ist jetzt 21.50 Uhr und dann schauen wir, wie lange es jetzt nochmal dauert, um auf diese minus 20 Grad zu kommen. Ich hoffe nicht so lange, denn dann wird der Abend noch so. Falls die Frage zur Kabellänge kommen sollte, die kann ich euch auch mal auf einem ganz anderen Weg zeigen. Die liegt jetzt hier bei 2,40 Meter bei dem Kfz-Ladekabel. Die Kabellänge vom Netzteil ist jetzt hier vom Stecker bis zum Netzteil ca. 50 cm. Das Euro-Steckerkabel ist in dem Fall ca. 1,5 Meter. Der Vorteil ist aber, ihr könnt es natürlich durch jedes andere auch ersetzen. Wenn ihr ein längeres braucht und das zur Verfügung habt, dann tauscht ihr diesen Teil einfach gegen die Länge aus, die ihr für den Anwendungsfall gerade benötigt. So, und die Box zeigt jetzt hier auf dem Display minus 20 Grad. Und wir haben jetzt 22.09 Uhr, also sagen wir mal, ja, 20 Minuten hat sie ungefähr gebraucht. Wenn wir jetzt die Viertelstunde noch draufrechnen, von quasi 24 Grad plus bis 6 Grad, dann haben wir 35 Minuten, wie gesagt, bei einer aktuellen Außentemperatur, die wir jetzt hier im Raum haben, von derzeit 24 Grad. Das Ganze ist natürlich abhängig von der Außentemperatur, wenn die Box eine niedrige Grundtemperatur hat, geht das natürlich schneller. Wenn es noch wärmer ist, wird es länger dauern. Nur ihr habt jetzt hier ungefähr mal ein Gefühl. Aber jetzt schauen wir auch noch mal rein in das Ganze.
wie es denn auf dem Thermometer aussieht. Und ich nehme mir auch schon mal hier mein digitales Thermometer. Wie gesagt, wir haben jetzt hier minus 20 Grad. Und wir haben jetzt hier eine Temperatur von minus 15 Grad an der Stelle von der Kühlbox. Und ich gehe auch hier jetzt gerade mal rein und messe mal in den Ecken minus 15,7. Das deckt sich ungefähr mit dem Wert. Da haben wir minus 15,6. Ich gehe jetzt mal hier in die Ecke. Hier haben wir minus 5,9. Hier unten im Boden minus 9,7. An den Seitenwänden haben wir minus 18,6. An der anderen Seite haben wir minus 16,5. Und wie gesagt, das ist jetzt hier eine Messung nach, ja, was hatten wir, 20 Minuten, beziehungsweise 35 Minuten komplett. Und das ist natürlich auch hier in dem Fall nicht unbedingt aussagefähig. Für jemanden, der die Kühlbox rein zum Kühlen von Getränken oder anderen Dingen benutzen möchte, also nicht für den Gefriervorgang, kann ich an der Stelle schon mal sagen, ist die Box erstklassig geeignet. Mir war es aber auch wichtig, mal zu testen, wie sich die Box verhält, wenn die hier dauerhaft Gefriergut verwahren soll. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie kann man das am besten machen? Und unsere Gefriertruhen hier im Haus, also die wir hier in der Küche und nebenan im Vorratsraum im Einsatz haben, die mussten abgetaut werden. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann testest du die mal. Und dafür habe ich die Boxen auch natürlich über ein paar Stunden auf minus 20 Grad runtergekühlt. Und ja, wie das jetzt ausgegangen ist, dafür spiele ich die Szene mal ein. Die habe ich vorgestern Abend aufgenommen. Und ja, lasst euch mal überraschen. So, ich habe ja gesagt, dass ich das jetzt mal ordentlich teste. Und ja, ich habe hier unsere Gefriertruhe, die muss enteist werden. Und ich habe hier jetzt den ganzen Inhalt, der hier drin war, mal in die Box gepackt. Ihr seht, unsere Tochter hat ein Faible für Eis und ich natürlich auch. So, und diese drei Schubladen waren jetzt komplett voll. Und hier habt ihr nochmal einen guten Einblick, ja, wie viel Volumen hier auch reingeht. Also wenn man es ordentlich packt, dann würde hier natürlich auch noch eine Menge mehr reinpassen. Aber mir geht es jetzt ja auch darum zu beobachten, wie sich die Temperatur jetzt im Gefriervorgang entwickelt. Und auch dazu werde ich nachher noch mal ein paar Temperaturmessungen durchführen. So, das Abtauprojekt ist jetzt erfolgreich beendet. Das hat wunderbar funktioniert durch die Box hier. Das ganze Gefriergut konnten wir natürlich wunderbar jetzt hier lagern. Und ich habe es bewusst noch bis in die späten Abendstunden jetzt hier in der Box gelassen, um mal zu prüfen, ob wirklich diese Temperatur auch gehalten wird. Ihr seht es hier, wir haben wieder 20 Grad minus angezeigt und das Gefriergut ist jetzt hier drin. Ich habe das Thermometer mal reingemacht und es zeigt jetzt hier nur minus 10 Grad an. Das wäre natürlich auch erstmal viel zu wenig. Wenn ich jetzt hier ein paar Testmessungen mache, bin ich bei minus 6,9. Ich gehe mal hier an andere Stellen, minus 7,6. Aber wichtig ist ja, wie das Gefriergut hier drin jetzt ist. Und bei so Eis kann man das ja ganz gut erfassen. Also das ist... Ja, und die angezeigten Temperaturwerte sind natürlich für eine Gefrierleistung zu gering. Wenn hier minus 20 Grad angezeigt werden, dann sollten die auch in der gesamten Box auch vorhanden sein, gerade wenn die Box jetzt für mehrere Stunden verschlossen war. Und das ist am Ende des Tages natürlich viel zu wenig, um hier dauerhaft Gefriergut zu lagern. Ich packe das jetzt alles wieder an den Ursprungsort und dann geht es weiter. Ja, und ich bin jetzt gerade hier am Ausräumen und messe wirklich jetzt hier unten nochmal. Im unteren Bereich haben wir jetzt minus 16,7, hier haben wir minus 17,2. Also hier sieht das von der Temperatur wieder besser aus.
Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, sollte sich die Temperatur hier in der Kühlbox einigermaßen gleich verhalten. Und wir haben gesehen, das Eis oben war sehr, sehr weich. Hier unten sieht das natürlich jetzt anders aus. Das müsst ihr halt bedenken, wenn ihr die Box für einen Gefriereinsatz benutzen wollt, dass ihr die vielleicht nicht so voll packt oder dass ihr dementsprechend das Gefriergut wirklich nur so verteilt, dass es bodenbedeckt ist. Ja, gucken wir jetzt nochmal rein. Also hier im unteren Bereich minus 15,7, auch hier an einer Stelle jetzt minus 21,4, hier minus 9,6. Also ich weiß auch nicht, inwiefern diese Messwerte mit diesem Gerät so genau sind, aber sie spiegeln ja schon mal irgendwo einen Durchschnitt wider. Und das ist ja das, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe. Die Verteilung der Temperatur könnte hier in der Box besser geregelt sein. Bei dem Modell von Dometic wird das wahrscheinlich etwas besser gelöst, weil hier nochmal ein Metallkorb drin ist, sodass die Möglichkeit halt einer besseren Luftzirkulation gegeben ist. Das wäre hier sicherlich auch eine ideale Lösung. Aber man muss natürlich immer sehen, der Preisunterschied hier ist natürlich zu einer professionellen Box enorm. Und das muss man bei der ganzen Betrachtung natürlich auch mit in die Berechnung einfließen lassen. Ja, und bei diesem Test, Gefriergut dauerhaft zu lagern, war das Testergebnis leider nicht so gut. Ihr habt das ja vorhin gesehen. Ich habe die Box befüllt mit dem Gefriergut und im ersten Moment sah das auch gut aus. Natürlich kam das Gefriergut direkt aus dem Froster, wo wir auch minus 20 Grad eingestellt haben. Und das hat natürlich eine gewisse Grundtemperatur hier auch reingebracht. Aber es hat sich dann mit der Zeit herausgestellt, dass die Temperatur innerhalb der Kühlbox dann runtergegangen ist auf so minus 15 Grad. Und das ist natürlich für eine dauerhafte Lagerung von Gefriergut, was jetzt im Temperaturbereich zwischen 18, also minus 18 und minus 20 Grad gelagert werden muss, überhaupt keine Option. Ich habe das Ganze dann auch noch mit der zweiten Tour hier bei uns probiert und da hatte ich natürlich den gleichen Effekt und deswegen komme ich zu dem Fazit, dass diese Kühlbox in der Gefrierfunktion für eine dauerhafte Lagerung von Gefriergut im Temperaturbereich zwischen minus 18 und minus 20 Grad leider nicht geeignet ist. Sie eignet sich wunderbar, um jetzt mal solche Aktionen durchzuführen, wie ich das gerade hier gezeigt habe. Also hier, um mal Sachen abzutauen. Oder vielleicht auch, wenn ihr jetzt im Großmarkt irgendwo eine größere Menge an Gefriergut einkauft und ihr wollt den Transport nach Hause sicherstellen, dann ist die dafür auch wunderbar geeignet. Wenn ihr damit aber im Camper unterwegs seid, und ihr wollt das als Gefriertruhe nutzen, wie gesagt, für Gefriergut in dem Temperaturbereich, muss ich euch leider sagen, an der Stelle funktioniert das nicht. Das mindert natürlich die Leistung dieser Kühlbox, aber ich bitte an der Stelle zu bedenken, dass wir hier eine Kühlbox haben, die zum jetzigen Zeitpunkt ca. 240, 250 Euro kostet. Ja? Ich habe das Ganze natürlich auch schon mal mit der Dometic Kühlbox vorgenommen und da muss ich sagen, die hat hier erstklassige Arbeit geleistet. Ich kann mir auch schon vorstellen, woran das liegt, denn ihr habt das vorhin vielleicht gesehen, bei der Dometic Kühlbox haben wir im Innenraum nochmal einen Korb und dieser Korb sorgt dafür, dass die Luft besser zirkulieren kann. Ja, die Kühlbox hatte ich ja hier, also die Gefrierbox hatte ich ja richtig vollgepackt und bei der Dometic Kühlbox wäre zumindest immer die Möglichkeit da, dass die kalte Luft mehr zirkuliert und dadurch natürlich die Temperatur besser verteilen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für diese Box eine sehr gute Option wäre, was natürlich am Ende den Preis in die Höhe treibt. Aber hier vielleicht eine Empfehlung von meiner Seite an den Hersteller. Packt hier noch einen Korb rein. Ja, ich weiß, das wird dann kompliziert, weil ihr hier mit diesen Trennmodulen natürlich auch arbeiten wollt. Aber wenn der Korb quasi
so die Größe vom Gefrierfach hat, dann ist das zumindest für die Menschen eine Option, die das als Kühlbox im Minustemperaturbereich optimal nutzen wollen. Ja, dann kommen wir am Ende des Videos nochmal zu einem kurzen Fazit. Ich wiederhole nochmal ein paar Parameter. Wie gesagt, wir haben hier die mobile Kühl- und Gefrierbox der Firma Croak mit einem Bruttonutzinhalt von 45 Litern. Die Abmessung hatte ich eingangs erwähnt. Die Box hat einen Temperaturbereich von minus 20 Grad bis plus 20 Grad, den ich hier regeln kann. Ich habe die Möglichkeit, diese Box in zwei Kühlzonen zu unterteilen, wobei diese beiden Kühlzonen sich nicht getrennt regeln lassen. Sie werden zwar getrennt angezeigt, aber letztendlich kann ich nur eine Zone dann dementsprechend richtig einstellen. Wenn ich die Zone auf minus 20 Grad stelle, habe ich in der anderen Zone hier immer so einen Temperaturbereich von 0 Grad, was zum Kühlen dann natürlich auch noch sehr, sehr gut geeignet ist. Die Box lässt sich betreiben an der normalen Netzsteckdose mit einem Netzteil oder mit einem Kfz-Ladekabel und bietet somit alle Möglichkeiten, die ihr zur Stromversorgung braucht. Ideal kann man das Ganze noch an einer Powerstation betreiben, wenn ihr unterwegs seid. Und ja, da habt ihr alle Möglichkeiten offen. Somit finde ich, ist diese Box in diesem Preissegment für das, was sie dann trotzdem leistet, eine absolute Kaufempfehlung. Im Vergleich zu meiner Dometic CFX 35, die zum damaligen Zeitpunkt vor 6 Jahren 700 Euro gekostet hat, ist das hier wirklich eine sehr, sehr gute Alternative. Und das kommt ja immer darauf an, für was ihr so eine Box einsetzen wollt. Ja, wenn ihr Interesse an dieser Box habt, natürlich werde ich die unter dem Video verlinken. Wie das aussieht, kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Box gibt es bei Amazon oder vielleicht gibt es auch einen direkten Bestelllink vom Hersteller. Da werdet ihr einen kleinen Rabattcode noch bekommen. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr darüber bestellt, denn dafür bekomme ich nochmal eine kleine Aufwandsentschädigung auch für dieses Video. Und da freue ich mich natürlich sehr darüber. Ja, wie immer freue ich mich natürlich auch sehr, wenn dir dieses Video hier gefallen hat. Möchtest du mehr von solchen Videos hier auf meinem Kanal sehen? Dann schreib mir das doch bitte einfach mal in die Kommentare, weil in letzter Zeit habe ich mich von solchen Sachen eher ein bisschen distanziert, weil ich ja auch wenig Zeit habe. Aber wenn es Sachen sind, die mich auch selber interessieren, dann mache ich das natürlich auch gerne, um euch da vielleicht auch einen Mehrwert zu bieten. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bitte lass mir unbedingt ein Abo für den Kanal da und aktiviere die Glocke und somit verpasst du keine neuen Videos, die hier auf meinem Kanal entstehen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich, dich hier auf meinem Kanal bald wiederzusehen.